Die Technik des Webens gehört zu den ältesten Handwerkskünsten der Menschheit. So wurden bereits in den Grabkammern der alten Ägypter Webereien gefunden. Das Grundprinzip der Weberei ist einfach. Auf einem Webrahmen werden die sogenannten Kettfäden aufgespannt. Sie stellen das Grundgerüst des Webstücks dar. Mit den Schussfäden können Muster, Motive oder Farbblöcke eingewebt werden. Der Schussfaden wird auf ein Schiffchen gewickelt, damit er leichter verwoben werden kann. Auf dem Webrahmen ist auch der Kamm aufgespannt, mit dem man die Schussfäden festkämmt und die Kettfäden voneinander trennen kann. Die simpelste Technik ist die Leinwandbindung. Mit dieser wird der Schussfaden immer einmal über und einmal unter den Kettfaden gelegt. Mit dieser Technik erzeugt man einfache, kantige Formen. Es gibt aber auch andere Webtechniken, wie den ägyptischen Knoten, die Sumak-Technik oder ineinandergreifendes Weben, mit denen komplexere Muster und Motive gewebt werden können. Mit der Taft-Technik lassen sich außerdem auf die bereits gewebte Stoffbasis erhabene Muster weben. In Hannah Rüggens Arbeiten wurde die Kombination unterschiedlicher Webtechniken perfektioniert, denn sie schafft es in ihren Bildern nicht nur geometrische Formen darzustellen, sondern auch Rundungen und amorphe Elemente einzuweben. Da Rüggens Arbeiten sehr groß sind, musste sie wohl auch in der Vorbereitung einiges beachten. Ob sie große Skizzen angelegt hat, die hinter dem Webstuhl zur Orientierung standen, oder ob sie so versiert in der Technik des Webens war, dass sie nur mit einer kleinen Skizze vorgehen konnte und auch einige Bildelemente dem Zufall überließ? Wer sich der Technik des Webens widmen will, sollte zunächst genau planen, denn das Ergebnis kann, vor allem zu Beginn, leicht vom Entwurf abweichen. Denn für viele Faktoren wie Beschaffenheit der unterschiedlichen Garne, Spannung der Kettfäden und Anordnung der Größenverhältnisse im Rahmen muss man ein Gefühl entwickeln. Am wichtigsten ist also Geduld und eine gewisse Frustrationsgrenze, denn das Ergebnis am Webstuhl wird wohl erstmal vom Entwurf abweichen. Aber genau hier liegt der ästhetische Reiz des Webens. Es ist eben echte Handwerkskunst.